Hallihallo und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal YouTubers Live. So, wir drücken erstmal eine beliebige Taste zum Beginn und starten natürlich ein neues Spiel. Das ist meine Geschichte. So, wir spielen YouTubers Live. Ich erzähle euch dann, wenn wir im Spiel sind, wenn vielleicht ein bisschen das Tutorial zu Ende ist und so, ein bisschen, wie wir mit den anderen Kanälen verfahren, mit den anderen Projekten verfahren. So. Ja, ist ganz schick. Blaue Augen. Kein Bart. Nehmen wir ein schickes Cappy, aber ich glaube, da würde es das hier besser passen. Und Hemd. Was nehmen wir für ein Hemd? Ich würde sagen, wir starten gleich ein bisschen stylisch an. Nicht so ganz weiß. Also stylisch kann man das Ganze ja noch nicht nennen, aber... sieht besser aus als das ganz weiß. Jetzt noch ein paar rote Schuhe. Jupp. Und... ja, die Brille nehmen wir bestimmt nicht. Akzeptieren. So, das ist unser Charakter und wir gehen erstmal auf weiter. So, das habe ich mir natürlich schon angeguckt. Wir wollen nicht so auf Partys gehen. Wir wollen natürlich unser Talent zeigen und ziemlich schnell YouTuber-König werden. Und da das Ganze ja ein Gaming-Kanal ist, spielen wir auch Gaming. So, wie ist unser Vorname? Unser Vorname ist Sion. Unser Nachname ist... ach, Name des Kanals. Sion. Zockt. So, das ist ja ein wunderschöner Kanalname und dann geht's auch schon. Los, ja, natürlich wollen wir den erschaffen. In diesem Raum begann ich mit meinen ersten Videoaufnahmen. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen. Und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Sachen mal genau an, die ich gelernt habe, bevor ich der YouTuber Nummer 1 wurde. YouTuber. Ziele. Bewege deinen Charakter mit der linken Maustaste. Bewege die Kamera mit der rechten Maustaste. Drehe mit dem Mausrad und zoome mit dem Mausrad. So. Damals hatte ich viel Spaß mit den Spielen, die ich in meinem Regal hatte. Ja, die Spiele. Das eine. Okay, ich habe das Spiel früher schon mal gespielt, nur es ist ein ganz neues Interface, es ist alles mögliche wurde neu gemacht. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, ich werde nicht viel anderes zur Auswahl haben. Ach so, ich muss konfigurieren. Okay, Filter, oh no. Aufnahme starten. Jo, passt. Also, es ist alles neu gemacht worden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alte oder das besser finde. Du hast ein Easter Egg gefunden. Da müssen wir... nehmen wir das. Weil wir müssen, glaube ich, machen, dass das hier passt. Und das. Zeit, bevor das Spiel startet. Nachdenken nehmen wir hier. Aber ganz gut. Okay, und jetzt müssen wir die hier möglichst passend aneinander fügen. Hier seht ihr die grünen, das heißt, es passt perfekt. Wir haben ein bisschen wenig orange, wir haben ein bisschen braun wenig. Und so ist das schon mal ganz gut. Jupp, möchte ich veröffentlichen. Oh, ist sogar ganz okay. Und hochladen. Mich nervt immer noch, wie lange es dauert, ein Video hochzuladen. Aber ich sag's dir, zu sehen, wie Aufrufe, Abonnentenzahlen und Einnahmen immer weiter wachsen, ist genial. Außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen zu sehen, ob meine Videos wirklich gut sind. Akzeptieren. Ich musste jeden Monat einen Test schreiben, also musste ich lernen. Bei einem bestandenen Test würde ich eine Belohnung bekommen, aber wäre ich durchgefallen, hätte mich meine Mutter zu Hausarrest
verdonnert. Ja, wenn ich Hausarrest habe, kann ich doch trotzdem Videos machen. So, hallo? So, lernen. Wir werden das ganze Lernen auch nicht vernachlässigen, damit wir immer gute Noten schreiben, weil das ist hier ziemlich wichtig. Da gibt es Geld von der Mutter und so. Und der Computer wird nicht weggenommen. Ist das erste Video schon hochgeladen? Ich konnte immer überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender meines Handys schaute. Aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen, ist nicht alles im Leben. Manchmal ging ich auch einkaufen und schaute mir neue Spiele und Konsolen an. Ich musste mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art, um an Dinge zu kommen. Aha. So. Hallo. Einkaufen. So, gucken wir uns mal, was wir Neues kaufen. Es waren früher allerdings nur drei Läden verfügbar. Die übrigen wurden mit der Zeit eröffnet. Wir gehen zu PC World. Ja, aber wie ihr seht hier unten, wir haben 0, wir haben 100 Geld, Euro, 0 Abonnenten und 0 Aufrufe. Okay, das ist toll. Kann ich jetzt so spielen? Nee. Ich war bereits mit den Grundelementen des Herstellens von Videos vertraut. Mir war bewusst, dass der Anfang schwer sein wird, aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden und niemand konnte mich stoppen. Ich würde es schaffen. Super, kann ich jetzt losmachen? Spiel auswählen, wir machen nochmal ein Video davon. Und ja, es werden auf jeden Fall noch Modus Schatten und Paladins kommen. Die Projekte werde ich nicht abschaffen, außer wenn ihr mir das schreibt. Dann werde ich die natürlich abschaffen, wenn ihr meint, nee, das ist total doof, das wollen wir nicht. Dann schaffe ich die ab, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Also, ja. Ich werde nicht mehr sagen, an dem Tag werde ich das hochladen und an dem das, sondern ich werde ein bisschen unregelmäßiger hochladen. Aber es werden auf jeden Fall zwei Videos die Woche kommen und ich werde auch probieren, es regelmäßig zu machen. Aber nehmt es mir bitte nicht übel, wenn es nicht klappt. So, akzeptieren. Schön. Und jetzt gehen wir lernen. Wo sehe ich denn meine Bedürfnisse? Ah, hier oben ausruhen und so. Okay, erstmal lernen gehen. Und hier oben sehen wir, das Video rendert gerade, das ist schon veröffentlicht. Ah, das wird wohl nicht so oft geupdatet. Ah, jetzt muss noch hochladen, da können wir gleich nochmal lernen gehen. Danach gehen wir schlafen und essen. So, das Ganze können wir jetzt mal ganz kurz durchdonnern. So. Kurz schlafen, weil wir haben nur 5 Energie, um unsere Videos zu produzieren. Mit 6 Energie ist es natürlich viel besser. Ergebnis anzeigen ganz kurz. Aufrufe 300, Abonnenten 85, Spenden 0. Insgesamt verdient 1. 14 Likes und 0 Dislikes. Ist doch ganz gut. Ich kann Kommentare moderieren. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Kann ich jetzt irgendwie Antwort geben? Nö. Okay. Ich werde ein Video, glaube ich, noch bringen dazu. Ne, Beliebtheit niedrig. Das heißt, wir gehen einkaufen mit unserem 1 Dollar, den wir verdient haben. Ne, wir haben ja schon ein bisschen. Und wir wählen uns ein Spiel aus. Welches nehmen wir denn? Wir werden das hier nehmen. Und jetzt müssen wir ganz kurz, glaube ich, warten, bis das ankommt. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du weitere Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Cool. Jetzt haben wir auch schon 10 von diesen Glühbirnen. Das heißt, wir können mehr machen. Und ja, wir haben nur 9, aber trotzdem. Video wird jetzt produziert. Aufnahme starten. Weiter. So, du startest die Aufnahme. Fröhliche Begrüßung. Zeit, bevor das Spiel startet. Nehmen wir das. Ja, das hätte Minusmusik gebracht. Das ist nicht gut. Jetzt braucht man mehr. Ich glaube, das hier ist hier besser. Yep.
Auch ganz gut. Also schon in der richtigen Reihenfolge und immer noch alles grün. Das wird dann später auf jeden Fall anders. Machen wir es so. Okay, und rendern. Akzeptieren. Oh, kriegen wir jetzt von unserer Mutter Ärger? Hochladen. Lernen. Essen. Schlafen. So, schnell Durchlauf. Ah, schon 131 Aufrufe. Die möchte doch was von uns. Ich sehe das. Wir werden gleich von der Ärger bekommen. Sag ich euch, wir waren nicht oft genug lernen. Boah, was gibt's denn hier jetzt für coole neue Sachen? Kalender, Test. Wie oft hast du gelernt? Viermal. Also ein paar Mal müssen wir noch gehen. Am 31. Januar. Ah ja, die sagt uns bestimmt, wir haben viel gelernt. Ja, super. Wusstest du schon, mit Aushilfearbeit kannst du Geld dazu verdienen? Wir brauchen kein Geld, wir sind YouTuber. So, gleich ist es fertig, dann können wir Kommentare moderieren. Dann Spiel auswählen und fortsetzen, ein Video machen. Ah, hier unten rechts sehen wir die Aufgaben. Wir haben doch schon ein neues Videospiel geholt. Oh, ich kann noch richtig aufnehmen. Warum sind die alles so böse? Ja, wir antworten natürlich allen. Das bringt Aufrufe. Genau, und dann nehmen wir jetzt hier gleich den zweiten Teil davon auf. Aufnahme starten. Weiter. Oh, du startest die Aufnahme. Eine schöne Begrüßung. Zeit, bevor das Spiel startet. MVP passt zwar noch nicht so gerade in die Zeit rein, aber bringt ordentlich Punkte. Ich habe ein Easter Egg gefunden, das ist ja toll. Gibt's ein Küsschen von mir für euch? Dann wird das schon mal voll, aber das nicht. Das könnte zum Problem werden. Ah, hier seht ihr jetzt, es passt nie immer alles. Ah, machen wir so. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das haben wir nur einmal. Mist. Das noch und rendern. Akzeptieren. Die Spielbeliebtheit ist ziemlich hoch. Oh, neuer Rekord. Hochladen. So, lernen. Dann nochmal lernen. Profil ansehen. Freigeschaltete Inhalte. Erzähle es allen. Erzähle all deinen Freunden davon. Um dein Video zu bewerten. Wie geht das? Kleidungsstücke, Einrichtungsgegenstände, drei zusätzliche Ausdauer und vier neue Computersachen. Wie tue ich Videos promoten? Kann ich einfach hier draufklicken und dann, ja, bewerben. Muss ich meinen Freunden Geld dafür zahlen, um meine Videos zu bewerben? Das ist ein bisschen armselig, würde ich glatt sagen. 2000 Aufrufe hat das Video? Boah, wir sind ja jetzt schon voll berühmt. Läuft auf jeden Fall. Super. Gehen wir eine Runde schlafen. Essen eine Runde. Und dann müssen wir auch schon das nächste Video aufnehmen. Kommentare moderieren, bewerben. Wir müssen uns ein Geld. Freunden dafür Geld sagen, dass die geben, dass die unsere Videos angucken. Das ist armselig. Karten. Das ist deine Kartensammlung. Wenn du neue Karten entdeckst, kannst du sie deinem Deck hinzufügen, damit du sie bei der Aufnahme von Videos verwenden kannst. Toll, dass ich das kann. Das finde ich echt toll. Talent. Nimm dein erstes Gameplay-Video auf und gib deinen Zuschauern einen Vorgeschmack auf das Spiel. Das Beste holt man aus Spielen raus, die gerade erschienen sind. Ansonsten verlieren die Leute das Interesse. Anzocker. Ach ne, wir haben 0 Talentpunkte. Schade. Was gibt's noch so? Karten haben wir schon. Kanal. Gucken wir mal auf unseren Kanal. 5000 Aufrufe. Was, wir sind Rang 51 von. Es gibt nur 51 YouTuber.
Okay. Videos. 3000 Aufrufe. Warum steht dann hier? Ah, jetzt 3000. Nee. Hä? 500 Aufrufe und das hat 3000? Was sind jetzt die Aufrufe des Kanals? Freigabe. Wow. Voll viele Aufrufe schon. Ach, egal. Wir machen erstmal weiter. Was wollte ich jetzt machen? Kommentare moderieren? Oder hatte ich das schon? Ich glaube, das kann man nur einmal machen. Dann müssen wir ein Spiel. Ah, nee, wir müssen noch vorher essen gehen. Müssen vorher essen gehen. Das Spiel ist gerade ganz beliebt, das heißt, das müssen wir spielen. Beeindruckend, dieses League of Giants Video ist wirklich interessant. So macht man's. Ja, ich bin natürlich auch der Beste. Also bald bin ich der Beste. Dann wird das hier endlich abgerechnet. Ah, jetzt gleich. Ergebnis anzeigen. Ganz kurz. Ja, das ist ziemlich gut geworden. Also von Aufrufen her. 3000 Aufrufe. Hallo Sion. Anlässlich deiner ersten 100 Abonnenten möchten wir dich auf YouTube willkommen heißen. Weiterlesen. Um dir ein Geschenk über 15 Dollar schenken, und dir ein Geschenk über 15 Dollar schenken, damit du wenig Werbung investierst oder einen beliebigen Online-Shop einkaufen kannst. Okay. Sehr gut, du hast einen Talentpunkt erhalten. Immer wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Ja, das haben wir schon gesehen. Hier, Talent. Was nehmen wir? Wir nehmen Anzocker. So, ist. Was sind die denn hier? Kenne ich die? Jetzt kommen hier fremde Leute in meine Wohnung gestürmt. Bin ich so berühmt? Ich habe erst 800 Aufrufe. Okay, Talentpunkt habe ich erhalten. Und Ausdauer habe ich bekommen. So, ich muss Video auswählen. Ich weiß, ich habe zwar auf Anzocken geskillt. Ah, das hat 100% eine Preview. Können wir natürlich jetzt nicht machen. Dazu ist das viel zu lange schon draußen. Ich rede gleich mit dir. So. Aufnahmen starten. Weiter. Das ist gerade so im Trend. Das können wir nie ignorieren. Ja, das ist schade. Da haben wir nichts Passendes. Puh, nehmen wir das. MVP. Haben wir das schon mal voll. Jetzt probieren wir da noch ein bisschen drauf zu gehen. Das heißt, hier kommt. Ja, es ist perfekt, auch wenn wir es schon voll haben. Wenn sie es uns so perfekt anbieten, da sagt man nicht nein. Ich dachte, wir haben jetzt eine Karte mehr frei. Okay, wir machen es so. So haben wir zwar mehr Grüne. Ne, wir haben gleich viele Grüne. Aber so haben wir kein Rotes. Okay. Das, das. Jetzt rendern. Akzeptieren. Beliebtheit. Oh, das ist gut. Laden. Jetzt reden wir. Hey Sion, ich möchte ein Gameplay-Video machen. Weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du ein Video machen und es hochladen? Ich werde dir das Spiel schicken. Okay. Auftrag, Gameplay. Aber wenn das Spiel nicht gut genug ist, werde ich es nicht spielen, ganz ehrlich. Es muss schon ein gutes Video rauskommen, weil wenn ich Minusaufruf mache, das Ganze bringt mir zwar. Es bringt mir auch nur 36, ganz ehrlich, wenn das Spiel schlecht ist, werde ich es nicht spielen. Oder doch, bin ich sozial? Lass mal auspacken, öffnen. Bitte lass die mir wenigstens ein gutes Spiel geschickt haben. Es ist sogar, ist das? Ja, es ist sogar ziemlich gut. Die möchte ein Gameplay haben, hat sie gesagt. Hat sie das? Ja, ein Gameplay. Sonst hätte ich natürlich eine Preview gemacht. Veröffentlicht um 25. Dezember. Ist doch schon lange her. Ich weiß nicht, welchen wir heute im Spiel haben. Aufnahme starten weiter. Das ist ganz gut. Das ist noch nie mal. Ah, ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Ist okay. Ergebnis anzeigen. Ah, ich glaube, ich hatte hier nicht mal Kommentare kommentiert. Das ist doof gelaufen. Ich jetzt fortfahren? Nee. Oh, müssen wir warten. Content. Ach so, weil wir genug Videos in letzter Zeit hochgeladen haben, oder was heißt das?
weil auf dem Rest ist nichts. Müssen wir jetzt noch. Ah, wir haben ein neues Level. Deine Abonnenten werden spenden, wenn du genug Likes für ein Video bekommst. Oh, das finde ich toll. Habe ich einen neuen Talentpunkt? Nee, ich bin noch ein Level abge. Ich habe da ein Level abbekommen und er meinte, ich krieg's bei jedem. Ich muss mich beeilen, nicht, dass die Zeit ausläuft. Fortfahren. Was? Oh, ich hab's aus Versehen abgebrochen. Okay. So, Spieltutorial. Mach mal wieder mal eine formale Begrüßung. Wir brauchen eindeutig neue Begrüßungen. Zeit, bevor das Spiel startet. Nachdenken. Passt hier ganz gut. Okay. Orange, grün, haben wir da was? Orange haben wir schon eins, also nehmen wir davon eins. Haben wir jetzt schon überall ein bisschen was drauf. Hier. Ah, nehmen wir wie immer MVP. Damit wir grün wieder total überfüllt haben. Okay, das rein, das rein. Nee, 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 das passt nicht, das passt nicht. Muss mal gucken, wie wir das Ganze lösen. Das ist doof. Ah, es ist alles doof. Hier macht es drei rote, hier macht es auch drei rote. Was da vorsetzt, macht vier rote. Wenn wir das da hinsetzen und das hier hin. Auch drei rote. Ah, okay, es ist nicht so gut. Ich hoffe, die ist nicht traurig. Rendern. Schreib mir bestimmt in die Kommentare, nie, das hättest du viel besser machen können. Hättest du das dort und das hier gemacht, wäre es viel besser gelaufen. Du stellst fest, dass der Thron das Problem beheben. Ja. Ich erinnere mich jetzt. Als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich, es umzugestalten. Nee, möchte ich nicht. Okay, ich muss was im Deko-Shop kaufen. Gut, ich habe wieder viel gelernt. Aber hier an der Stelle würde ich schon sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Als nächstes wird wahrscheinlich Paladins oder Modus Schatten kommen. Haut rein. Ciao, ciao.